Ja, die Corona-Pandemie ist für uns alle kein Spaziergang gewesen, ist sie auch nach wie vor nicht. Aber gerade für junge Menschen ist sie doch auf sehr vielen Ebenen einschränkend, kann man sagen. Und das, obwohl ja unsere Jugend paradoxerweise am wenigsten gefährdet ist durch dieses Virus, ist ja keine Risikogruppe so typisch. Und wie sehr sich die Jugend eingeschränkt fühlt durch die Corona-Pandemie, das wollen wir jetzt von der Jugend selber hören. Darüber können wir jetzt viel diskutieren. Aber wir haben eine Jugendliche, die uns da eine kleine Videobotschaft geschickt hat, und zwar die Tamara Mittermeier aus Pörndorf in Niederbayern. Herr Gotthardt, Sie haben das Video parat. Ich darf die Tamara dazu holen, genau. Wir machen, ich drücke jetzt einmal auf Tamaras Nase und dann darf sie sprechen. Servus und Baba. Ich bin Tamara Mittermeier, komme aus Niederbayern in meinem schönen Ort Pörndorf. Ich bin 15 Jahre alt und natürlich Jugendliche. Ich darf euch heute berichten, wie es mir als Jugendliche gegangen ist bei der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit haben wir Jugendliche uns sehr im Stich gelassen gefühlt und überhaupt keine Rechte gehabt. Es ist uns alles zugemacht worden und wir haben uns nicht mehr mit so viel Leuten treffen dürfen, wie wir uns einfach treffen können haben. Früher warst du draußen und hast halt einfach angefragt und dann ist der andere Freund gekommen. Und in der Corona-Zeit musst du schauen, mit wie vielen darfst du treffen und wie und wo und wo musst du nachweisen. Das regt auf. Wir Jugendliche, wir mögen uns einfach wieder mal treffen ohne Regeln. Wir werden ja jedes Mal in der Schule getestet. Warum gilt der Test nicht? Sondern man muss jetzt 2G haben, das heißt genesen oder geimpft. Und nämlich, wenn wir mir jeden Tag testen oder jeden zweiten Tag in der Schule, kann man natürlich auch ein Jugendtreffen holen. Ich bin in einem Mädelstreff. Wir hätten eine tolle Weihnachtsfeier geplant gehabt. Die haben wir leider einen Tag vorher absagen müssen, weil wir bei der Inzidenz über 1000 waren. Wenigstens können wir sie nachholen nächsten Freitag. Und da freue ich mich sehr drüber und freue mich auf meine Mädels. Ich hoffe für das nächste Jahr, dass die Jugendlichen einfach mehr Mitspracherecht bekommen, dass sie ihre Meinungen auch abgeben können. Und deshalb wünsche ich mir, lasst die Jugend sprechen und die Zukunft wird besser. Vielen Dank für die Möglichkeit. Liebe Grüße, bleibt gesund und schöne Vorweihnachtszeit. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und dass es ein besseres Jahr wird. Danke für die Möglichkeit. Für Gott. Ja, damit haben wir eigentlich schon gestartet mit der Jugend in Pandemiezeiten, in Corona-Zeiten. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben alle noch das Video von der 15-jährigen Tamara im Kopf, die es ja wirklich wunderbar beschrieben hat. Es waren nicht nur die Sache mit Homeschooling und Präsenzunterricht und diesem Hin und Her, sondern vor allem auch in der Freizeit so viel eingeschränkt für die Kinder und Jugendlichen. Man durfte sich nicht mehr mit vielen Leuten treffen, teilweise mit gar niemandem mehr. Und auch die ganzen Freizeitmöglichkeiten, sei es jetzt in den Jugendtreffs, sei es aber auch im Sportverein oder in der Musikgruppe. Es war ja teilweise wirklich auf null heruntergefahren und das Leben hat eigentlich nur zwischen Familie und Schule stattgefunden und dazwischen gab es nichts. Eine Zeit lang. Wie sieht das Ganze denn jetzt in Pandemiezeiten aus, Herr Fack? Ist Jugendarbeit überhaupt möglich im Lockdown jetzt mal im Extremfall? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Ich soll mich kurz halten, oder? Also ich kann ganze Bücher davon vollschreiben, weil wir als BJR tatsächlich die Aufgabe auch staatlich haben, hatte ich ja vorhin ausgeführt, aufzuzeigen, wie was möglich ist und Empfehlungen abzugeben. Und deswegen war es ein Ringen mit Politik und Verwaltung, was kann man dann auch in Form der Jugendarbeit darstellen. Es ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Wir haben und ich auch regelmäßig Videokonferenzen mit allen im Land, die da in den unterschiedlichen Formen von Jugendarbeit unterwegs sind. Das heißt, wir machen das nicht on top, von oben nach unten, sondern sammeln die Erkenntnisse, gleichen es ab und haben entsprechende Empfehlungen rausgegeben. Das war der erste Schritt, der wichtig war. Allerdings, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir merken in allen Situationen, wenn es um junge Menschen geht, in der Corona-Zeit, gibt es eine ständige Rückkehrschleife. Wir waren mal weiter, Jugendarbeit konnte dann stattfinden, auch unter Bedingungen Lockdown in diesem Jahr. Und jetzt haben wir einen kompletten Rollback. Und da kommt die Tamara her. Tamara kenne ich gut.
Die Tamara haben wir gefunden. Ich bin da ein bisschen stolz auf die Tamara. Ich habe fast dafür Sorge, dass die Tamara jetzt überall immer sein muss. Die hatten wir nämlich tatsächlich auch gefunden für eine Konferenz mit der Sozialministerin Trautner und mit Ministerpräsident Söder im Frühjahr diesen Jahres. Wie kann es stattfinden? Die Tamara hat alles gesagt, überhaupt das, was möglich ist und dass man es zutraut. Empfehlungen gibt es, da gehe ich gar nicht drauf ein. Wir wissen, was Hygieneregeln sind. Die Fragestellung der digitalen Angebote, die auch die Frau Barkos angesprochen hat, das ist der Erfahrungswert durch die Bank überall. Das wird in Österreich nicht anders sein. Das funktioniert da zeitlang gut. Wir merken seit Anfang diesen Jahres, 21 rede ich davon, dass diese Angebote nicht mehr so wahrgenommen werden. Warum? Ja, junge Menschen haben früh Schul und dann nachmittags sollen sie sich mit ihren Freunden treffen, digital. Das ist nicht das, was junge Menschen brauchen. Die brauchen ihre Orte und die brauchen die Orte von Jugendarbeit, wo sie sich begegnen können. Und es sind geschützte Räume, das muss man verstehen. Insofern waren wir sehr weit, bis jetzt die 15. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung kam. Und bei dem, was dann im neuen Jahr und dann kommt Omikron und da ist ja das griechische Alphabet noch gar nicht am Ende. Ja, ich habe das mal auswendig gelernt, da gibt es noch ein paar Buchstaben. Was sagt man den jungen Menschen, die jetzt seit 2 Jahren im Lockdown sind, die nicht die Erfahrung haben, wie es ohne Lockdown aussieht, wo es keine internationale Jugendbegegnung niemals mehr geben wird, weil die anderen sind dann dran? Was sagt man denen, wenn es immer in die Verlängerung gibt und man die Räume immer noch wegnimmt? Das funktioniert nicht mehr. Ich bin da jetzt ziemlich deutlich an der Stelle, weil wir sind ein bisschen ratlos, wie man das eigentlich noch kommunizieren kann. Momentan sage ich deutlich, ist Jugendarbeit nur für die möglich, die geimpft oder genesen sind. Das war in Bayern dann relativ spät oder in Deutschland, wo die auch zur Impfung zugelassen wurden. Jetzt haben wir wieder einen Hauptfokus an die vulnerablen Gruppen. Das heißt, junge Menschen können sich gar nicht so schnell impfen lassen. Und so viel Impfstoff ist jetzt auch nicht mehr da. Jetzt müssen sie wieder länger hinten anstehen. Das heißt, drauf gucken, dass auch 3G möglich ist. Und dann bin ich durchaus auch bereit, auch Jugendarbeit im Übrigen, wenn es hohe Inzidenzzahlen gibt, wenn es Hotspots gibt, dass man dann auch begrenzt runterfährt. Da wird sich nie jemand dagegen stemmen. Das ist das verantwortliche Umgehen. Aber dieses Schablonenhafte zu machen, das funktioniert nicht. Letzter Satz. Ich hätte mir gedacht, dass ich den Satz wiederholen muss. Aber damit sind wir damals in der Lockdown-Phase auch gestartet als BJR. Junge Menschen verstehen nicht folgenden Satz: Früh muss ich in die Schule gehen, Nachmittag darf ich meine Freunde nicht sehen. Das versteht niemand mehr. Und da braucht es ja wirklich differenzierteres Angebot der Politik, als es derzeit möglich ist, zumindest in Bayern. Andere Bundesländer sind da anders aufgestellt. Andere Bundesländer, vielleicht auch andere Länder insgesamt. Frau Backhaus, was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit die Belange der Jugend jetzt in Pandemiezeiten besser beachtet und umgesetzt werden? Ich glaube, wenn ich es jetzt sehr kurz halten soll, dann tatsächlich daran zu denken, dass es sehr viele Kinder und Jugendliche auch gibt, die nicht privilegiert sind. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt und das immer mitbedenkt, und das reicht eben von Laptop, habe ich den nicht. Das war vor allen Dingen natürlich letztes Jahr ein Thema, aber auch jetzt noch immer bei uns, bis zu ich lebe mit meinen drei Geschwistern in einer 50 Quadratmeter Wohnung oder mit meinen vier Geschwistern muss mir das Zimmer teilen, ob ich das wirklich möchte, dass Kinder und Jugendliche den ganzen Tag zu Hause sind und keine Jugendarbeit aufsuchen können. Also ju oder zu Jugendzentren, Jugendtreffs, zu irgendwelchen anderen Freizeitangeboten gehen können. Wenn man sich diese Fragen stellt, glaube ich, hat man diese Frage beantwortet. Und ich glaube, dass man sich das immer wieder vor Augen führen muss, dass man vielleicht selbst sehr privilegiert ist als Politikerin oder als Politiker oder wer auch immer diese Entscheidungen trifft, aber dass es ganz viele gibt, die wirklich auf vieles angewiesen sind, das ihnen verwehrt wird. Und dass man da natürlich auch immer einen Kompromiss finden muss. Herr Gotthardt, die Frage auch an Sie noch einmal. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit Jugendarbeit auch in Pandemiezeiten bestmöglich funktionieren kann? Ich muss vielleicht trotz aller Kürze die Geschichte von vorne erzählen. Ich mache seit Ostern letzten Jahres, also quasi jetzt vorletzten Jahres, ja, 2 Jahre, bin ich bei uns in der Taskforce Corona der Fraktion. Und bei all dem, was einem da Magenschmerzen und schlaflose Nächte bereitet, war die Situation der Kinder und Jugendlichen, auch weil ich ja selber drei daheim habe, ja,
war immer das, was mich am allermeisten beschäftigt hat. Und ich hoffe, man hat es auch gemerkt in dem, was ich immer versucht habe, immer aus der Situation heraus zu erreichen, immer im Dialog mit dem Bayerischen Jugendring, der immer ein sehr kluger Partner war, der auch sehr schnell gehandelt hat, der auch die notwendigen Konzepte bereitgestellt hat, immer wieder zu schauen in dieser schwierigen Situation, für die es ja niemals eine Blaupause gab, das Beste rauszuholen für die Kinder. Ich war unglaublich unzufrieden damit, dass wir gerade in der ersten Phase wirklich von der Schule über die Vereinswelt, Jugendarbeit, alles dicht gemacht haben. Ich war ein unglaublicher Streiter mit fast schon einer Wunde davon an der Stirn, als es um die Wiedereröffnung der Jugendtreffs, der offenen Jugendarbeit ging. Nicht privilegierte Kinder, die Kollegin hat es gerade vorhin erwähnt. Also all das war immer ein Kämpfen, auch dafür zu schauen, dass wir mal bei den österreichischen Kollegen abzuschauen, dass man die Schultestung als quasi 2G-Nachweis nehmen kann. Das hatten wir. Dann kam die nahezu Triage, dann kam die 15. Infektionsschutzverordnung, dann war es wieder zurückgenommen. Also es ist immer so ein Tanz, den man im Grunde vollzieht. Und ich kann nur eins sagen, dass ich nicht aufhören werde, für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen zu streiten. Es geht in der Situation, kann man manchmal nicht alles garantieren. Ich bin auch sehr unzufrieden mit dem, was wir in der 15. jetzt quasi an Rollback gemacht haben. Aber ich verstehe auch, dass es in der Situation, in der wir gesehen haben, dass uns die Krankenhäuser volllaufen und dass wir wirklich da kurz davor stehen, Leute, wir mussten schon das Kleeblattsystem aktivieren, dass wir da wieder einen Schritt in Richtung mehr Sicherheit gegangen sind. Aber trotzdem bin ich jetzt der Erste, der wieder sagen wird, wir müssen Jugendarbeit wieder garantieren, wir müssen auch dafür sorgen, dass Tamara sich mit ihren Freundinnen treffen kann, dass der Jugendtreff offen haben kann, dass die verbandliche Jugendarbeit laufen kann. Das müssen wir garantieren, weil die Jugendlichen und für Jugendliche sind 2 Jahre unglaublich lang. Und das muss man auch sehen. Wer heute 16 ist, der hat einen viel größeren Anteil an seines Lebens jetzt in dieser Mistsituation verbracht, als jemand, der 60 ist. Und das muss man im Blick haben und deswegen muss man auch für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen, so schwer es sein mag, immer tagtäglich neu kämpfen.